Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus mit Irash wieder zusammen. Ich glaube, ich nehme Fiesta, weil es Gegenangriff gibt. Aber Zuschuss ist auch nicht schlecht, genau wie Held. Nee, ich nehme Champion. Hehehehe. Wir nehmen Welcome to Champion. Nova. So, gucken wir mal. Sakura-Blume, sehr schön. Das gefällt mir ganz gut. Healing ist auch da. Bananabank. Mit ihm kann ich nicht so viel anfangen. Ich glaube, dann nehme ich lieber den Ochsen. Das sieht gut aus. Nehmen wir. Wir bauen eine Sakura-Blume. Nehmen den Champion mit. Oh, Blume, guter Start. Ich mache Upgrade. Dann geht die Geschichte schon los. Doppel-Pyro. Doppel-Pyro-Start. Okay. Ja, wir müssen nicht Auto anmachen, wir könnten dann auch auf eine Brute saven. Wir könnten auf eine Brute saven. Auf der 4. Gerade wenn die beide Pyro spielen. Und dann nichts weiter hinstellen, sind wir ganz gut dabei. Ja, das ist richtig. So, da er aber auch saved, klar, hat einen Bürostart gemacht. Kann ich jetzt keinen Worker bauen, sondern eine Kaulquappe hinsetzen. Und eine Wurzelqualle, und zwar hier. Das sollte klar gehen. Und dann hole ich mir noch Worker. Ganz wichtig. Okay, Masken. Ja, sehr gut. Jetzt hätte ich sogar noch ein kleines Stückchen weiter hinter hinsetzen können. Ja, ich kann sogar noch einen Worker holen, weil er den Probo mir geschickt hat. Ah, die Blut kriege ich jetzt nicht zusammen. Die Blut kriege ich jetzt leider noch nicht zusammen. Er hat sie schon. Müssen wir auf 6 gehen. Wir haben zwar Early Game sehr wenig geschickt. Okay, hier drüben ist jetzt Eidbrecher und noch ein Bazooka. Das heißt, auf 6 kackt auf jeden Fall ab. Hier sollte er vielleicht ein bisschen magischen Schaden mitschicken, um die Frontline down zu kriegen. Können locker hier davor den Archer hin platzieren. Ja, er braucht auf jeden Fall ein bisschen magischen Schaden, um die Frontline down zu kriegen. So, schau jetzt im Blut rein. Und dann gucken wir, was wir so zusammenkriegen. Ganz so viel Auswahl habe ich ja jetzt nun doch nicht. Ich gehe mit dem Meeresdrachen. Krieg ich noch Blut zusammen? Nee.
Dann schicken wir Schnecken rein. Und dann können wir nächste Runde erstmal den King upgraden. Er kommt auf jeden Fall durch. Oh, der hat nicht mal die Kleinen weggekriegt, das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr schön. So, wir gucken mal, wir könnten die Wurzelqualle aufwerten. Das ist ein guter Plan. Das ist die schon mal aufgewertet. Mit dem Meeresdrachen kann der sich gut hochheilen. Das ist perfekt. Ich werde wahrscheinlich hier eine ganz billige Einheit irgendwo rechts hinsetzen, damit die auf der 8 nicht sofort auf meine Blume schießen. Das ist ja auch wichtig. Könnt auch hier Upgrades machen. Dann machen wir das Upgrade. Das ist keine gute Wave für mich, immer die 8 mit der Sakura Blume. Reingeschickt. Ja, da kriegt sie schon auf die Fresse. Das passiert bei der 8 immer. Ich meine, ich hätte jetzt was hinstellen können, aber mir war das Upgrade jetzt erstmal wichtig. Ja, gut hochgeheilt. Dann gehen wir auf 10. Ja, 10 sieht gut aus. Ist einer durchgekommen. Burger kann ich reinpacken. Ich habe ja gut abgewehrt, eigentlich kann ich auch reinholen. Halb so wild, Kleinkram. Der interessiert uns nicht. So, ich brauche noch eine Wurzelqualle hin. Musst du nur mal gucken, wie ich den Ochsen hinsetze. Könnte ich entweder hier so hinpacken oder ein Stück weiter runter. Mal sehen. Weiß ich jetzt noch nicht. Ganz gut abwehren. Hier drüben ist auf jeden Fall Drache wichtig. Ich muss auf jeden Fall einen Drachen mit reinschicken. Ich werde auch einen Drachen reinschicken. Und dann noch ein, zwei Brutes, je nachdem, was ich zusammenbekomme. Ochsen. Okay, dass ich das alles scheiße platziert habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als den hier hinzusetzen. Let's go, boys. Da habe ich ein bisschen Kacke den hingestellt. Ich hätte den hier so weitermachen sollen, aber ist egal. Hier noch eine Bananenbank dann.
Schnecke noch mit rein. Boah, Alter, der ist ja aber direkt auf die Blume gegangen. Junge, Junge. Oh, Elite Archer. Ah, der geht ganz schnell down. Da kommen wir gut durch. Sehr schön. Ja, ich bin down. Ja, auch, aber es sind so... Das ist noch nicht so viel. Er hat hier ordentlich durchgelassen. Das heißt, locker und locker rein. So. Jetzt werden wir... könnten Zuschuss nehmen. Heldenaura ist aber nicht schlecht, weil wir jetzt auch den Ochsen haben. Ich mache das so, dass magischer Schaden erstmal vorhanden. Das ist super. Und dann könnten wir auf 13 wieder gehen. Oder 14. Wir warten mal ab. Okay, die werfen den King auf. Blume down. Wenn wir auf 14 gehen, sollte Schluss sein. Da gut Schaden mit reinpacken. Wir sammeln mal noch. So, Bananenbank. Hinstellen. So, 14 kriegen wir auf jeden Fall die down und die down. Aufprallschaden mit rein. Sollte gut sein. Bei 13 schon auch was hat, na? Also gerade für mich ist 13 natürlich nicht schlecht. Wir warten mal noch. Ich glaube, wir gehen lieber auf 14. Eine Blume hingestellt. Ja, er kommt aber mir durch. Oh, wir müssen auf 13 gehen. Wir müssen auf 13 gehen, weil er hat jetzt hier den Kingpin. Den müssen wir auslöschen. Der muss weg. Der Kingpin muss weg. Robo noch mit rein. Für den hier. Und für die Blume. Ja, vielleicht kriege ich noch einen raus. Aber das glaube ich nicht. Ist nur bei 30. Und 40, Alter. Das ist schon stark. Ja, King Main down. Sehr gut. Ich komme sehr gut durch. Ich werde auch verkacken, wie es aussieht. Sind beide gut durchgekommen. Sehr schön. Er blockt das noch ab. Ich nicht. Also nicht so schlimm. Es gibt jetzt gut Geld. Können wir ordentlich aufrüsten. Dann können wir rein theoretisch auf 15 schicken oder auf 16. Machen wir so.
Sie sah erstmal gut aus. Stichschaden ist hier, da und da. Und hier. Er hat nur den Kingpin und diesen Pimmel da. Wenn wir auf 16 gehen, ist vorbei. Limbic. Wenn wir hier Geld abgreifen. Und die Blume ist down, die steht sehr schlecht. Ich muss da vorne noch was hinstellen, auf jeden Fall. Ah, ich lasse gerade ziemlich viel durch. Aber ich bin auch sehr großzügig gerade mit den Workern und das ist jetzt auch nicht gerade eine große Menge an Einheiten, die durchkommen. Ich sollte auf jeden Fall hier noch mal was hinstellen, damit die Blume nicht sofort gefokust wird. Die hat auch eine kleine Reichweite, deswegen geht die immer so ein Stück vor. Aber die können gar nicht so viel schicken, dass wir in dieser Runde verkacken. Das geht gar nicht. Ich habe noch nicht mal ihn aufgewertet. So, gucken wir mal hier drüben. Da ist ein Wanderer, der kackt sowieso ab. Das ist egal. Blume ist da. Wir machen erstmal das. Ja, sehr gutes Voreis ist wichtig, gerade für den Kingpin. Ich bin 300 runter und blocke. So muss das sein. Jetzt werden die abgegradet. Können wir noch einen hinstellen so? Oder? Ja, einen. Ich trotzdem drunter. So, ich werde einen Drachen mit reinhauen. Ja, vielleicht kriege ich noch einen Robo, mal sehen. Manchmal ist es nicht so ganz genau. Aber magischer Schaden ist ja auf jeden Fall mit dabei. Mit dem Hermit und dem Drachen. Oh, ein Ogre. Da sollte man normalerweise gut durchkommen. Der Pyro ist schnell down. Dass wir auch schnell an den Archer kommen. Feierabend. Feierabend. Oh, wir haben auch ganz schön durchgelassen, aber wir haben noch ordentlich Leben. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Victory. Läuft. Läuft irgendwie auch immer besser, wenn ich mit jemandem zusammenspiele. 12 Punkte habe ich gekriegt. Von meiner Runde Legion, schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier. Ich habe auch mit Mirage zusammengespielt. Bis dahin, spannender Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.